Kapitel 4 Mupars Gesetz. Oh Mann. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. So Leute, ein herzliches Willkommen zu Let's Play Mafia 2. Ja, es geht jetzt nun endlich spannend weiter. Da ja noch hier Schnee liegt bei uns, ist es ja auch hier noch der Schnee und schneit sogar noch. Also passt es noch von der Jahreszeit her. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt schön Weihnachten gefeiert. Dienstanzug ziehen wir nochmal an. Und dann würde ich sagen, preschen wir mal auf. Mal gucken, was hier jetzt noch passiert. Wuff, wuff, warte mal. Mach das Fenster mal zu. Ja, macht's euch natürlich wie immer gemütlich bei dem Let's Play, genau wie ich es mache. Ach, alle sind aus dem Haus. Was machen die unten da? Na gut. Wir gehen auf jeden Fall raus, gucken mal, was uns so erwartet. So, wir nehmen natürlich unsere Sportkanone hier. Ah, das ist ja nicht meine. Scheiße. Ach du Fuck. Wagen reparieren. Ja, wir haben doch nur Geld. Wagen nehmen auf jeden Fall. So. Radio machen wir lieber aus, ne? Ich habe den Ton noch mal ein bisschen leiser gemacht, weil ich in den Folgen gesehen habe, dass es so etwas übertrieben laut war. Deswegen habe ich es noch mal etwas leiser gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt so gut ist. Und ich hätte da links ab müssen. Das ist, wie gesagt, der Vorteil an dieser geile Karre. So, mal gucken. So, mal schauen, ob wir jetzt hier überhaupt... Weil hier ist schon direkt die Bar immer. Warum bin ich denn immer so außen rum gefahren? Warte mal. F? Warum F? Hä, warte mal. Ist die Steuerung wieder zurückgesetzt worden? Sprinten, Klettern, Leertaste, Deckung. Nee, habe ich nicht umgestellt. Es war wirklich auf F. Okay, ich hatte es eigentlich auf Eingabe, glaube ich. Oder es war doch auf F. Wen habt ihr denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Ruhe bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte ihn nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch. Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu es. Jetzt. Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadt mit. Er ist nachts unten. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer kompliziert sein? Kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne rein. Hey, keine Panik, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Da merkt man eigentlich, dass der Vito das gar nicht so wirklich will. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Alter, du hast jetzt da ernsthaft 6 Stunden in dem Scheiße da gegammelt, oder was? Hey, es ist am Hafen gelaufen. Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen. War aber noch Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus.
aus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat mich gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Ach, meine Ma. Hör auf zu jammern und halt hier Derek warm. Er hat noch bessere Jobs als Werfter, mir die Mangel zu nehmen. Hör auf zu jammern, Mama. Ach ja, schön, schön, schön. Ja, lehnt euch entspannt zurück. Und schaut das Ganze in Full HD natürlich. Da hat er Angst, oder was? Aber ich kann fahren. So, fahren wir extra mal hier davor, aussteigen. Was ein Telefondienst, Leute. Ist ja mal voll praktisch. So. Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbe, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, was ihr habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefangen. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31. Einwohner. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Scheiße! Leg dich am Arsch! Nichts wie raus hier. Oh, fuck. Der Sound war gerade ein etwas leise, habe ich das Gefühl gehabt. Sonst hier raus! Was zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs! Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf die Na Bullen. Los doch! Nichts wie raus hier! Ich versuch's ja! Verdammt, die Bullen! Nee. Hey Vito, ich hab's ja auch bekommen. Raus hier! Ja, bin dabei. Lauf! Hier ist der Kumpel, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals! Oh mein Gott, mein Aiming ist gerade total für den Arsch. Oh, die haben Automatikwaffen. Okay, geschafft. Komm, Vito, verschwinden wir. Ja, gib Gas. Komm, hoch. Keine Bewegung, Polizei! Ihr sitzt fest! Stade, ich hab gedacht, da wäre was. Scheiße. Was denn? Was los? Alter, wie hoch denn noch? Scheiße, wieder eine Sackgasse. Headshot. Vor allem, wie die immer dann da rumschwabbeln, ist auch geil. Na komm. Wir müssen da lang, das ist unser einziger Schuss. Ja. Schieß du mal. Warum komm schon, Vito, beweg deinen Arsch! Wieso sprintet er denn nicht? Nicht, da ist alles vereist. Ein Ausrutscher und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du den Knast? War so ein schöner Tag, bist du auf den Kopf. Ja, man kann halt nicht immer einen perfekten Tag haben. Oh. Im Lauf, im Lauf. Schwing deinen Arsch hierher. Jetzt ist es wieder normal. Geschäftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Scheiße! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Dann halt nicht, ne? Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Perfekter Flucht, ne? Hängst einfach die Cops ab. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch machen würde. Verdammt, die Bullen! Keine Bewegung! Polizei! Ihr sitzt fest! Ha.
Headshot, Headshot, Headshot. Schön mal einen nach dem anderen sterben. Ich hätte ganz gerne die Shotgun da. Naja, wir kriegen, glaube ich, noch genug Waffen. Oha. Das ist schon alles erledigt, Joe. Alles klar. Ja. Das glaubt uns Henry nie im Leben. Diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Ja, komm, lauf. Was bleibst du denn als stehen, Junge? Komm, lauf. Mein Gott. Verpiss dich, Bulle! Ich bin unschuldig. Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Los. Kein Problem. Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Ja. Ich würde mich in dem Sinn jetzt auskleiden, oder, ne? Gucken wir mal ganz kurz, was hinten ist. Nix. Okay, schade. Okay, jetzt muss ich mir erstmal ein Auto besorgen. Das ist doch ganz gut. Ah, komm, mach mal Scheibe kaputt jetzt. Shit. Fuck. Okay. Gib Gas. Nein. Nein, 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 nein. Hör auf zu schießen. Du dummer Wichser. Fick dich doch. Warum kommt denn da jetzt ein Cop, Alter? Ja, ist klar, ne? Ja, ja. Ich weiß. Zieh dich um. Ich kann mich jetzt aber gerade nicht umziehen. Da sind alles voller Bullen. So, Kollege. Los da, verdammt! Steig mal aus, Junge. Steig mal aus. Ja, steig ein, Kollege. Oh mein Gott, das war aber knapp. Vollidioter! Wir machen jetzt mal kurz einen Moment den Tempobeschleuniger. Ne, damit wir nicht so hart krass auffallen. Weil wenn wir ja Geschwindigkeit überschreiten, kann das zu Verdacht haben. Deswegen machen wir jetzt einen ganz chilligen. Ne, die Karre ist eigentlich auch ganz geil. Hat er sich da jetzt irgendwie verletzt oder so? Ja, na gut. Ja, mach doch. Wird euch nichts bringen. So. Damals waren die Autos so geil irgendwie. So, können wir das jetzt schaffen, über Rot zu fahren oder nicht? Ja, locker. Die blicken mich ja keinen Meter. Gib mal ein bisschen Gas, Kollege. So. Oh. Okay. Wie gesagt, Leute, es ist noch leicht winterlich bei uns. Also der Schnee liegt noch, ist aber sehr, sehr, sehr viel weggeschmolzen, weil es auch mal wärmer wurde. Bis zu plus Grad 6 Grad. Und dann schmilzt er halt gerne mal. Aber sonst liegt noch Schnee und es ist leicht kalt, sag ich mal. Erkältet, sag ich jetzt mal. Also so leichte Erwärmung. Was soll das denn? Toll. Toll. Danke. Ist doch gut. Junge. Wie die übertreiben. Kann ich nicht da rein, ne? Ja, 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 genau. Ja. Ist klar, Junge. Alter, wie die mir gegeben haben. Ich gehe jetzt einfach vorne rein.
Scheiße, da ist noch einer. So, hier sollten sie mich dann nicht mehr sehen. Ich muss die Knarre leider mal nicht ziehen. Verpiss dich, Junge. Lass mich rein, lass mich rein. Jetzt muss ich nachladen. Jetzt verpiss dich doch mal. Jetzt komm. Bleib da, bleib da, bleib da. Boah, wie langsam geht das denn auf einmal? Jetzt suchen sie mich. Leck mich doch am Arsch. Ja, leck's mir mal am Arsch. Aua. Ja, 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 ja. Genau, genau. So. Jetzt warte mal, jetzt pass mal auf. Jetzt hier den netten Revolver. Headshot, du kleiner Wichser. Ich snack mir jetzt die geile... Voll die geile Dings ab. Ja, da haben wir schon mal eine geile Waffe. Was chillen die da jetzt alle? Headshot, du Wichser. Ja, komm doch her, ich... Komm her mit deinen schwuchligen Eiern, ey. Mich mal am Arsch lecken, ja. Alter, die Shotty, die ist so geil. Die ist so richtig geil überpowered. So, jetzt passt auf. Jetzt haben wir nämlich hier ganz viel Weapons, ne? Danke, Kollegen. Danke, danke, danke. Auch ganz schnell gewesen. Scheiß Stau, sagt er. So, danke schon mal für die Munition. Ihr blöden Wichser. So. Oh, leck. Alter, hat gerade geleckt. Gut. Joe, Joe, Joe. Das war riskant. Alter, Alter. Erst ein Bierchen gönnen. Ah, Prost. Und ab ins Bett. So, Nachtschicht. So, und schon sind wir bei Kapitel 5, Leute. Das war jetzt die Mission. Jetzt kommt Kapitel 5. Ist das nicht geil? Na, mein Hübscher? Oh, hallo. Joe ist gerade nicht da. Er erwartet dich nachher zum Essen bei Freddy. Okay. Schade, dass du schon hinüber warst, als ich kam. Wäre nett gewesen. Vielleicht nächstes Mal. Ciao. Mach's gut. Oh, mein lieber Schwan. Oh, nee. Collegejacke will ich nicht. Ich möchte... Dienstanzug. Das ist so geil, die Uniform. So, gängen wir mal raus. Und schauen mal, was jetzt kommt. Kapitel 5. Scheiße! Dämliche Kuh! Aber hey, komm sofort zurück! Bleib doch zu Hause, wenn du zu blöd bist zum Fahren! Hey, ist das nicht Joes Kleine? Naja, eine von ihnen. Oh, und da gibt's Ärger. Wie du mir, so ich dir! Jetzt ist deine Karre dran! Sieh dir meinen Schlitten an! Hey, Kumpel! Halblang. Wer zum Henker bist du denn? Jemand, der es nicht gern hört, wie du mit Frauen redest. Also Halsmaul und mach einen Abgang, solange ich noch gut gelaunt bin. Bist du etwa der Macker von der Alten? Na gut, dann bleckst du für den Schaden. Noch ein. Oh. Und du brauchst neue Zähne. Und jetzt mach dich vom Acker. Das war ein Wort. Auf die Fresse, du kleiner Wichser, ey. Scheiße. Oh. Danke, Süßer. Hast was gut bei mir. Willst du mit zu mir kommen und meine Briefmarkensammlung ansehen? Danke. Vielleicht später mal. Jetzt muss ich...
Es wird dir gefallen, versprochen. Okay, ich muss los. Man sieht sich. Aha. Jefferson, das ist ein schöner Wagen, den du hattest, weißt du das? Aber wir nehmen unsere Karre natürlich. Weil die ist einfach viel geiler. So. Radio war wieder wahrscheinlich an. War da anscheinend doch nicht an. So. Haben wir den erstmal böse auf die Fresse gegeben. Den bösen Buben. Bei Freddy. So, diesmal fahre ich aber jetzt schon mal links. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein paar Weapon. So kann man eigentlich immer Weapon machen, das würde ich euch raten. Ja, an diese Wand da fahren. Und da stehen bleiben. Denn, ihr seht's ja, ihr kriegt da so geile Waffen. Nicht nachgeladen, nachgeladen, nachgeladen. Macht's ab, Junge. So, gehen wir mal nach oben. Hey, Leute. Hey, du bist aber früh. Vito, das ist Luca Guarino. Er will mit dir und Joe reden. Luca, das ist Vito. Sehr erfreut, Mr. Guarino. Lassen wir die Förmlichkeiten. Sag Luca zu mir. Setz dich, Vito. Was darf es sein? Nochmal dasselbe. Und zwar pronto. Ich habe von der Sache mit den Iren gehört. Ihr habt mich köstlich amüsiert. Ich muss euch wirklich gratulieren, Jungs. Das war saubere Arbeit. Salute. Salute. Das habt ihr astrein erledigt. Nicht jeder hat die Nerven für so eine Nummer. Und nun frage ich mich, ob ihr bereit seid für den nächsten Schritt. Ja, klar. Was für ein Schritt? Ich rede davon, jemanden kalt zu machen. Nur weil ein anderer mit dem Finger auf ihn zeigt und ihr befiehlt, es zu tun. Ich war im Krieg, Mr. Guarino. Ich habe ständig Leute umgelegt, weil es mir befohlen wurde. Leute, auf die der Präsident mit dem Finger gezeigt hat. Das ist gut, der Präsident. Das gefällt mir. Wirklich sehr gut. Aber da ging es darum, Nazis umzulegen. Also, die Bösewichte. Aber davon spreche ich nicht. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Gut. Wir brauchen nämlich Kerle wie euch. Die Befehle befolgen, ohne blöde Fragen zu stellen. Wenn ihr den nächsten Job so gut erledigt wie den letzten, habt ihr gute Aussichten, in die Familie aufgenommen zu werden. Nachdem ihr die Aufnahmegebühr bezahlt habt, versteht sich. Und wie viel ist das? 5 Riesen pro Mann. Das ist ja ein verdammtes Vermögen. Na und? So gut habt ihr Geld noch nie angelegt. Glaub mir, die Investition macht sich bezahlt. Ist natürlich eure Entscheidung. Henry erklärt euch alles weitere. Bis demnächst, dann. Was denkst du? Hallo, Boss. Hast du dich um unser Problem gekümmert? Ja, ich habe alles im Griff. Henry ist... Das hast du letztes Mal auch gesagt. Enttäusch mich nicht nochmal. Boss, lass es. Komm jetzt mit. Wir haben noch was zu besprechen. Henry, über was für einen Job reden wir hier? Ich muss jemand ausschalten. Es ist mein Job, aber ich brauche Hilfe. Da kommt ihr ins Spiel. Wer ist denn der Glückliche? Ein Fettsack, der in unser Revier drängt. Er wurde gewarnt, aber er hält sich für unbesiegbar. Aha. Und ist er das? Tja, es hat schon mal jemand versucht, ihn umzunieten. Und? Oh, sagen wir, sie haben ihn leider ein wenig unterschätzt. Was heißt ein wenig? Eher ziemlich. Und jetzt schauen Sie sich die Radieschen von unten an. Ja, aber wir stellen uns nicht so dumm an. Ich habe eine Wohnung gegenüber von seinem Laden gemietet. Da legen wir uns auf die Lauer und warten, bis die fette Drecksau auftaucht. Und dann, bumm, nieten wir ihn um. Wie machen wir das? Mit einem MG-42. Und wo kriegen wir ein MG-42 her? Von Harry. Ja. Er ist Kriegsveteran wie du. Hat drüben in Kingston einen kleinen illegalen Waffenladen. Dort kriegst du alles, von der Erbsenpistole bis zur Bazooka. Und du brauchst keinen beschissenen Waffenschein dafür. Okay, Joe und ich fahren zu der Wohnung. Du holst das Maschinengewehr in Harrys Laden ab. Ist alles bezahlt. Sag, du kommst von mir. Wir treffen uns dann in der Wohnung. Sie ist in Sand Island, das Gebäude gegenüber der Brennerei. Apartment 233. Okay, Apartment 233, verstanden. Wir sehen uns dann gleich. Gut, bis später. Viel Glück, Alter.
So, bis es da weitergeht, aber würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns, für keine Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video, ne? Schaltet rein, reingehauen, reingeschaut und haut rein.